eine Lego-Stadt. Keine Ahnung. Nach stundenlangen Reinigungen und so habe ich es geschafft und habe die Platten gereinigt. Das ist cool. Die ganzen Schienen rein, also noch, nur die, die ich jetzt auf der Platte hatte. Hab alles super, super gereinigt. So, jetzt geht's um Aufbauen. So. Auf jeden Fall habe ich alles gereinigt und werde jetzt etwas anders bauen. Ich will den Strand hier, also wo ich hier sitze, hier kommen jetzt die Modular Buildings hin, also die großen Häuser. Und davor kommen jetzt also Strand, sagt so wie wir es damals in der anderen Wohnung mal hatten. Ihr wisst, wie wir es hatten. Aber wir hatten schon mal einen Strand, ihr wisst es, wir hatten es sehr schön gehabt. So machen wir es auch wieder dieses Jahr. Ich glaube, das war jetzt vor 2 Jahren, hatten wir es so gemacht. Genau. Das machen wir. Wie groß die Strecke und so weiß ich noch nicht, weil wir hier den Ventilator und da in der Richtung ist der Kleider schon. Das heißt, ich habe vielleicht so mehr Platz, dessen in der Breite. Breite müssen wir weniger machen als in der Länge. Länge können wir wirklich lang machen. Ja, Länge können wir wirklich lang machen. Nur in der Breite müssen wir etwas kürzer machen. Aber das ist ja nicht schlimm. Let's go, in der wohlen Hitze. Ventilator läuft auf hohe Ton schon. Los geht's. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und kommentieren geht nicht mehr. Let's go.
your heart beating in time with mine, just like the way it did when we were kids in a wonderland. Time keeps speeding up, I need a minute, 'cause the whole world's in a rush. I need a way to slow it down, I wish that we could slow it down, 'cause it don't feel the way it did when we were kids in wonderland. And I realize we are intertwined wherever we go.
habe ich einiges geschafft. Ich muss unbedingt von diesem Platt noch mehr irgendwie bekriegen. Ich will jetzt generell nur die machen, weil viele haben sich beschwert, warum ich die nehme und die. Aber das wird jetzt der neue Straßenverlauf. Die verschwinden, die Platten. Also nicht der Strand, jetzt meine ich die Straßenplatten. Das werden jetzt neue Straßenplatten. Und ich werde hier noch Zwischenwege reinmachen. Muss ich mal erstmal über welche besorgen. So einfach ist es nicht zu kriegen, weil ich warte mal auf Angebote und versuche nicht so viel Geld dafür auszugeben, weil die nicht gerade billig sind. Die kosten einfach mal 15 Euro bis 20 Euro. Ich glaube, die kosten eigentlich generell 20 Euro und ich will sie eigentlich bis 10 Euro, 15 Euro ausgeben. Genau. Ja, so sieht der Stand aus. Schreibt mal in die Kommentare. Ich habe jetzt mal ein Modular Building so hingestellt. Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Klar kann man jetzt da weiter mit Modular Buildings machen, also wie so ein Kreis, wie so eine U. Genau, muss ich mal schauen. Wenn der Ventilator ist, kann man da auch wegmachen. Aber ich will jetzt erstmal da lassen, weil ich will den dahin packen und ich will den dahin packen. Vielleicht lasse ich das auch so. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall gehe ich dann in der Länge mit dem Strand. Da fehlen noch zwei Platten, muss ich mir auch noch besorgen, weil ich hole mir mehrere Platten, um einfach weiterzumachen. Und dann der Strand. Genau. Schreibt gerne in den Kommentar, wie es euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. Baue eine Lego-Stadt. Tschüssi, euer Steingut.